Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ja, wir haben eine kleine, aber feine Expedition mehr oder minder gestartet und sind dann jetzt hier angekommen. Den Ort kennen wir ja schon ein bisschen, hoffe ich. Oder auch nicht, nee, sieht tatsächlich ein bisschen anders aus. Hier ist noch so ein Kackbaum. Ich würde die gerne abholzen. Nun ja, wie dem auch sei. Irgendwo hier werden wir uns ein Camp errichten. Als erstes vermute ich jetzt aber, dass wir erstmal so ein Feuer machen sollten. Oh, das ist ja jetzt ja blöd. Man kann nachts so extremst schlecht sehen, wie genau hier die Lage ist. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Hier könnte man sowas abzäunen. Diesem Felsengedöns hier traue ich nicht so ganz. Oh ja, das hier ist viel besser. Jetzt gucken wir mal, was ist der höchste Punkt hier? Das hier könnte der höchste Punkt sein, oder? Ich was gehört oder gesehen? Nee. Das war nur ein Hirsch. Ja, ich denke, das hier ist der höchste Punkt im Moment. Das heißt, wir bauen hier dann was. Wir bauen hier jetzt erstmal so ein Feuerchen hin. Dazu mal rein ins Bildmenü. Ja, uns ist ganz schön kalt, ich verstehe schon. So, was ist jetzt eigentlich so das Beste? Aha, okay. Ich würde gerne das coole Feuer hier bauen, das man wiederverwenden kann. Und zwar würde ich das gerne so hinstellen. Was ist das denn? Ist das ein Grafikfehler oder leuchtet da irgendwie jemand raus aufs Meer? Das sieht ja merkwürdig aus. Seht ihr das? Ist wahrscheinlich nur ein Grafikfehler. Hoffe ich jetzt einfach mal. Dann machen wir uns mal dran ans Feuerchen bauen. Ein paar Steine bräuchte ich noch. Eins. Zack, zack. Nie Steine brauche ich. Keine solchen Dinger hier. Das ist auch immer lustig, wenn du Sachen halt irgendwie dringend brauchst, dann findest du sie nicht. Und findest nur von anderen was. Ich wette, dass wir das dann später mal haben. Da brauchen wir Stöcke und dann finden wir keine Stöcke mehr. Was ist das denn? Ach, das ist ein Hase, okay. Gott, nee, echt, ich bin schon total paranoid. Ja, jetzt finde ich Steine, ne? Genau. Guti, ich würde sagen, dass wir damit schon mal nicht mehr am Erfrieren sind. Checken wir gleich mal das Inventar ab. Ich würde das gerne mal in die Hand nehmen. Und dann hauen wir das nämlich gleich mal drauf. Und dann können wir das hoffentlich bald essen. Und am nächsten Morgen suchen wir uns hier dann so eine richtig schöne Stelle. Fuck. 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 Wir verstecken uns jetzt einfach mal hier und hoffen, dass die uns die Scheißer hier nicht sehen. Aber ich glaube, die sehen unser Feuer, ne? Wo stehen die denn jetzt? Nee, die sind weitergegangen, oder? Ja, die sind definitiv weitergegangen. Alles gut soweit. Jetzt kann ich das Teil also mal essen. Hallo? Das habe ich jetzt schon gegessen? Nee, das kann es auch nicht sein. Dann müssen wir aber jetzt noch was machen. Das war ein bisschen wenig. Nehmen wir einfach nochmal einen Fisch.
Hauen den auch noch drauf. Und dann warten wir mal ein bisschen. Wir könnten uns hier eigentlich auch gleich noch was anderes dazu bauen. Ich habe doch auch noch so eine Schildkröte erwischt. Da könnten wir... Na? Wo ist das denn? Genau, diesen Wasserkollektor bauen. Ja, das stellen wir gleich mal daneben. Dann haben wir sozusagen sowas wie unsere Küche. Hallo, Rehe. Ich bin nett zu euch, ich will euch nichts tun, sagte er und hat mit dem Stein nach ihnen geworfen. Na, so kann man das auch machen. Okay. Jetzt könnten wir noch was anderes bauen in der Zwischenzeit. Also nochmal rein ins Baumenü. Ich würde mich gern diesen Lok... wie heißt das denn? Das Teil, womit man Sachen herziehen kann. Loksled war das, glaube ich. Genau. Ja. Wie viel brauchen wir denn dafür jetzt? Gather Sticks. Das heißt, wir bräuchten jetzt schon noch ein paar. Aber hier liegen ja glücklicherweise recht viele bereits rum. Zack. 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 Haben wir nicht auch eine Taschenlampe gefunden? Moment. Da müssen wir jetzt mal nachgucken. Yeah, wir haben eine Taschenlampe. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht genutzt in diesem Let's Play. Ist das auch ein Novum für mich? Sehr schön. Dann gucken wir mal. Das Ding bauen wir doch jetzt noch locker fertig, oder? Ja, top. Jetzt müsste halt nur... Oh, verdammt, unser Fisch. Ich hoffe, der ist nicht verbrannt. Und wir müssen noch was auf das Feuer hauen. Mann, ey. Wir verbrauchen ja ganz schön viel Kalorien. So, dann warten wir mal. Oh yeah, es dämmert mittlerweile. Das ist schon mal sehr schön. So gefällt mir das. Dann hauen wir hier auch nochmal ein so Stückchen drauf. Dann wird das hoffentlich schneller durch. Und dann gucken wir uns hier dann mal näher um. Ich hoffe, dass das eine gute Position für ein Camp ist. Ich meine, von hinten unten können sie aber nicht kommen. Da ist nichts. Ist aber halt auch die Frage, wo wir uns dann hier mit Nahrung versorgen. Da müssen wir auch noch schauen. Hasen habe ich ja zwar gesehen, aber ich glaube, da müssen wir diese Fallen bauen und das habe ich noch nie gemacht. Weiß ich nicht, wie es geht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber vielleicht haben wir ja auch noch das Glück, dass hier in der Nähe irgendwo Wasser ist. Das wäre super. Scheint aber nicht so zu sein, oder? Nee. Irgendwie leider nicht, aber was willst du tun? Kann ich immer Glück haben. Dafür sieht es doch sonst ganz gut aus, ne? Warte, Moment, Moment, Moment. Hier war doch gerade eben das Essenssymbol. Jetzt ist es allerdings so dunkel, dass ich nicht sehen kann, was es ist. Yeah, hier sind Beeren. Und die sind sogar genießbar. Das ist toll. Das Zeug könnte man ja irgendwie einsammeln und dann da Medizin draus machen. Also mache ich das mal. Wächst ja bestimmt wieder nach und dann schauen wir uns nochmal so ein bisschen um hier. Also bislang sieht das doch ganz gut aus. Ich denke, da können wir hier ein schönes Lager machen. Da bauen wir doch was ganz was Tolles hin. Genau. Wir könnten ja jetzt gleich sagen, oh Mann, wir gehen in die Vollen. Und bauen sofort irgendwie ein großes Teil, aber da weiß ich noch nicht. Was braucht man denn dafür? 82 Baumstämme, das ist halt schon, ist eine Hausnummer, ne? Hm. Aber ich will sehen, wie groß das Teil... Oh, das ist so schön. Ist das schön. Ich will das haben. Wir bauen das. Ja, ich weiß, das ist völlig übertrieben, aber wir bauen das. Ich brauche das.
Na komm schon. Wie? Gerade hat es doch funktioniert gehabt. Wieso kann ich das hier nicht bauen? Oh, wie geil ist das denn? Nee, jetzt echt, das geht? Und wie kommt man dann da hoch? Kann man eine Leiter bauen? Oder eine Treppe? Ich will das haben. Aber sowas von. Und 96 Baumstämme, ich meine, was ist das? Shit. Wir brauchen so ein mini-temporäres Teil zumindest. Also werden wir erstmal diesen Temporary Shelter machen. Ich glaube, in dem sollte man ja auch speichern können. Ich glaube, dann hauen wir den uns hier hin. Drehen das noch ein bisschen. Nee, das ist jetzt die falsche Drehung. Ich hätte das gerne so ein bisschen. Ja, so. So ist schön. Bauen wir das schnell. Shit, Mann. Das ist ja alles nicht so einfach. Na, komm, Haus weg. Sticks and Stones. Sticks and Stones. Sticks and Stones. Gut, ich dann mal zurück. Ich bin gespannt, wann wir das Riesenhaus dann fertig haben. Wir werden jetzt hier erstmal so langsam anfangen. Ich hoffe, dass sich dabei ja irgendwie auch Blätter finden lassen. Wäre natürlich echt super. Nummer 1 fällt schon mal. Na? Ach ja, diese explodierenden Bäume. Dieser Realismusgrad ist der Hammer. Och, ich denke, das geht doch schneller, als ich dachte. Und dann werden wir auch gleich sehen, wie wir da hochkommen. Auf diese tolle Plattform. Und ich möchte hier eigentlich ehrlich gesagt nicht zu viel Bäume abholzen. Der hier ist noch okay für mich. Aber komplett übertreiben muss man es nicht. Na? Baum fällt. Sehr geil. Ich weiß nicht, also es war vielleicht doch gar nicht mal so blöd, dass es jetzt diesen blöden... Ja, blöd, ist jetzt auch falsch, aber dass die das Terrain irgendwie nachbearbeitet hatten, sodass ich neu anfangen musste. Immerhin starte ich ja jetzt dann in die Season 2 mit schon mal deutlich mehr Wissen. Und ich hoffe, dass wir dann davon auch irgendwie profitieren. Schön wäre es. Oh. Und dann gucken wir mal, was wir damit anstellen können. Wie komme ich denn an diese blöden Blätter ran? Hm. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Na gut. Was war das? Nee. Ich hatte halt jetzt irgendwie gehofft, dass man hier sofort am Boden Blätter findet. Aber tust du irgendwie nicht. Gar nicht mal so einfach. Muss ich eventuell auch nochmal nachrecherchieren. Wäre halt jetzt blöd, wenn wir das Haus nicht bis dahin fertig hätten. Nein, fall bitte nicht darunter, nein. Oh shit, ich sehe es ja schon kommen. Toll. Jetzt habe ich einen Baum gefällt und konnte gerade mal so zwei Baumstämme dann davon wirklich retten. Der Rest liegt jetzt irgendwo unten am Strand. Und die Eingeborenen freuen sich, dass sie jetzt hier ihre Dorfdisco langsam bauen können. Verdammt. So, und wo sind denn jetzt Blätter? Das ist ja echt nicht so einfach. Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Gut, dann hauen wir den Baum hier noch schnell weg. Wäre trotzdem super, wenn wir Blätter finden würden. Hallo?
Also wenn so ein Baum runterfällt und da keine Blätter liegen bleiben, dann weiß ich aber auch nicht. Super. Oh, wir haben das Fundament schon fertig, mehr oder minder. Das ist ja mal geil. Wie komme ich denn an Blätter? Ich denke, ich haue hier einfach mal den Baum weg. Nee, das gibt auch nur Stöcke. Es gibt auch keine Blätter. Oh doch, es gibt irgendwie Blätter. Das heißt, ich muss hier also doch nur rumrennen und Sträucher kaputt machen. Okay. Das kriege ich noch hin. Mann, das muss einem doch mal einer sagen. Hätte ich das schon früher gewusst. So, nun aber. Yay! Oh Gott, was ist denn das? Das ist ja sehr behelfsmäßig. Ich hoffe, dass man das Ding am Ende einfach kaputt machen kann. Guti, wir können uns damit jetzt aber nicht so großartig weiter aufhalten. Wir müssen noch ein bisschen weiter bauen. Und dazu müssen wir wieder etwas mehr Holz fällen. Das hauen wir noch weg. Das schaffen wir. Ich glaube, dann hauen wir auch noch so einen zweiten Baum weg. Und dann kommen wir mit unserem tollen Holztransportschlitten. Und dann können wir das ganze Zeug rüberziehen zu uns. Na? Das sieht irgendwie ungünstig aus. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts abfackelt. Das wäre irgendwie echt scheiße. Mann, und ich hänge jetzt hier auch noch fest, ne? Super Sache. So, dann gucken wir mal weiter. Zack, zack. Rein damit. Wo sind eigentlich diese widerlich herbesverseuchten Ureinwohner? Zeigt euch doch mal. Ich finde das merkwürdig, dass die sich hier noch nicht vorgestellt haben, aber vielleicht sind wir hier tatsächlich an einem sicheren Platz gelandet. Und wo sind gerade die anderen Loks sind? Ich hätte spüren können, dass hier deutlich mehr Loks waren. Sind die auch irgendwo hingerollert und gerollt und verschwunden im Nirgendwo? Das ist mysteriös. Das ist überaus mysteriös. Dann hauen wir halt einfach hier nochmal einen Baum um. Oder zwei. War jetzt so eigentlich nicht beabsichtigt. Also ich möchte jetzt keinen kompletten Kahlschlag machen. Das finde ich nicht gut. Das würde irgendwie das schöne Idyll hier zerstören. Das wäre extremst doof. So, wo ist denn jetzt mein Slide? Da ist er. Hauen wir das Zeug mal da rein. Gott, ich werde wahrscheinlich irgendwann dann ganz viele Loks finden, von denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt noch da sind. Moment, das tragen wir gleich mal zurück. Ja, stimmt, da liegt dann zum Beispiel noch einer. Zack. Dann da im Feuer lag doch auch noch genau. War da noch einer? Ja, tatsächlich. Da auch. Eieieiei. Oh, das geht doch schneller, als ich gedacht hätte. Wir kommen doch ganz gut voran, wie ich finde. Und es wäre halt schön, wenn man sich hier irgendwie so über die Schulter umsehen könnte, wo genau man denn da ist.
Dann hätte man halt auch immer nicht so die Gefahr, dass die Ureinwohner sich da plötzlich so an einen Rand pirschen von hinten. Das ist keine schöne Vorstellung. Und ich glaube, eine Runde machen wir mit dem Teil noch. Hallo? Genau, so. So machen wir das noch. Und nachdem wir ja dann auch schon wieder über 20 Minuten sind, werden wir die Folge dann danach wahrscheinlich beenden. Nicht nur wahrscheinlich, wir werden sie danach beenden. Es sei denn, es kommt jetzt nochmal zu einem Battle mit Ureinwohnern. Aber das sieht im Moment ja echt nicht danach aus. Na? Zack. Oh, wir sind schon zu erschöpft. Wir können schon gar nicht mehr rennen. Und ich glaube, einen Baum haben wir noch um. Einer geht immer noch. Hungrig wären wir auch. Müssten wir auch dringend was finden. Aber es hat trotzdem gereicht, trotz dessen, dass wir so entkräftet sind, noch einen Baum zu fällen. Das ist sehr schön. So. Zack, zack. Was ist denn das? Pilz? Pilz ist gut. Okay. Wir haben hier offensichtlich gute Pilze. Gleich mal ein bisschen was reingefuttert und schon geht's uns wieder etwas besser. So gefällt mir das. So soll es sein. So, haben wir sonst noch irgendwo irgendwie Bäume übersehen? Natürlich liegen hier noch Loks. Sogar noch ein paar mehr, als ich gedacht hätte. So. Dann schauen wir mal. Da war doch noch einer. Nicht? Doch, doch. Ja. Gut, ich denke, den tragen wir persönlich noch zurück, hauen den ran. Und dann schnappen wir uns unseren tollen Schnitten und... Dann, denke ich, haben wir uns eine Pause verdient. Das heißt, wir machen ein Nickerchen und sehen uns dann sozusagen in der nächsten Episode dann erst wieder. Yay! Aber wo sind eigentlich hier die ganzen hübschen kleinen Kaninchen hin? Das irritiert mich gerade noch etwas. Und die nächste Frage ist, wachsen diese Bäume hier dann jetzt auch wirklich nach? Also dort, wo diese Stümpfe stehen, verschwinden diese Stümpfe oder... nicht? Das wäre doch mal interessant zu wissen. Ich muss das mal näher beobachten, das nächste Mal. So. Also wenn ich mir das so ansehe, sieht das doch ziemlich gut aus, ne? Und wir haben... Oh Gott, wir haben ja schon über ein Drittel. Wir sind gut, Leute. Wir sind gut. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich dann in der nächsten Episode fertig bauen. Und dann überlege ich mir auch noch irgendein cooles Thema, über das wir reden können. Bis dahin sage ich dann aber auch mal Tschüss. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Ciao.